Oh, oh. Ja! Huh. Ja! Geil! Das ist ja echt cool. Okay, Butters. Gut, Butters ist dabei. Auch nicht schlecht. Das schaffen wir. Kein Problem. Das hast du super gemacht, Jimmy. So. Gesundheitstank. Klein. Ach, fuck. Jetzt hatte ich mich ja von Butters heilen können. Das war jetzt doof. Das war jetzt mein Fehler, Leute. Okay, Angriff. So, und jetzt Butters. Dann benutze ich hier aber jetzt einen Machttrank hier. Nein, wir haben nur noch die Großen. So, komm. Wir haben echt nicht mehr viel, dann müssen wir uns ranhalten. Fähigkeiten. Professor Chaos, ja. Na los. Jawohl. Chaosmantel. Oh. Geil, wir haben Megaschild gekriegt. Nice. So, und wir können sogar nochmal angreifen. So. Ja. Hit them with the zombie vomit. Ja. Nice. Sie kommt nicht mal durchs Schild durch. Nice. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, Alter, was machen wir denn jetzt am besten? Exekutieren? So. Okay, Butters. Trifft alle Feinde. Butters schwingt seinen Hammer gegen einen Gegner. Ich würde fast nochmal Professor Chaos einsetzen am liebsten. Aber wir haben nicht mehr so viele Machttränke. Wir haben nur noch... Nee, den müssen wir jetzt echt sorgsam einsetzen. Okay. Alles. Ja! Ja, was glaubst du, nackter alter Mann? Alter! Nein! Oh! Geil! Na los, Professor Chaos! Nein! Oh, fuck! Schade, sorry Leute, ich hab's nicht hingekriegt. Leider. Das tut mir jetzt echt leid. Okay. Und sie wacht schon wieder auf. Oder er, oder wer auch immer. Ah, verdammt. Ach so, ja. Was? Besonders auf Prinzessin. Ach du Scheiße. Schnauze. Ah, jetzt kann ich mich entscheiden, oder was? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen soll. Also irgendwie... Ja klar, ich soll es wahrscheinlich jetzt machen, aber... Fuck, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich es tun soll. Ich würde es ja am liebsten, ehrlich gesagt, normal angreifen. So, toter 1000 Schnitte. Ich probiere es doch normal. Na komm. Ich glaube, wir müssen es tun. Auch wenn ich es nicht will. Ich will eigentlich. Ehrlich gesagt, würde ich mich lieber an die Regeln halten, aber ich glaube, uns bleibt keine Wahl. Nein, Mana-Überladung. Oh, eingeschissen. Wenigstens eine Errungenschaft gekriegt. Ach, fuck. Na gut, dann greifen wir sie nochmal normal an. Ja auch kaum Schaden macht. Na gut, dann müssen wir es jetzt tun.
Jetzt oder nie, Leute. Jetzt müssen wir es erledigen. Mana-Trank groß. So. Magie. Nagasaki trifft alle Ziele. Halte die rechte Maustaste gedrückt, benutze A und D um die Frequenz. Ach du heilige Scheiße. Ja. Alter. Ich ergebe mich. Oh. We're back to normal. Ja. Alles hingerettet. You're all better now, Daddy. That's right, son. The Dragonborn must have farted on a princess's balls. Ja. Das erschließt man natürlich aus dem Kontext. Und schon freigeschaltet, Retter des Stabs. South Park. Ein kleiner Ort, in dem unfassbare Dinge geschehen. South Park Mall. Ach ja, jetzt tun sie natürlich auch die Reste entsorgen. You guys sure about this? There's no other way. It drove our friend to madness and nearly killed us all. So what do you guys want to play now? How about dinosaur hunters? Or pharaohs and mummies? Let's ask Douchebag. What do you want to play next, dude? Klicke mit der linken Maustaste, um zu sprechen. Um zu sprechen? Ja, ich meine, ich habe ja das ganze Let's Play ihm meine Stimme geliehen, könnte man so sagen. War mir auch eine Ehre, Sir oder König Douchebag. Und jetzt gucken wir mal, was er zu sagen hat. Screw you guys. I'm going home. Wow, what a dick. Scheiße. Ja, Leute, ich weiß gar nicht mehr, was ich sonst sagen soll. Den Screen hatten wir jetzt schon ein paar Mal, aber jetzt kann ich wohl echt sagen, das war's mit Let's Play South Park. The Stick of Truth, der Stab der Wahrheit, wie auch immer man es nennen möchte. Bin jetzt schon über 2 Stunden am Aufnehmen. Oh, Entschuldigung, meine Stimme. Über 2 Stunden am Aufnehmen. Und ich glaube, ich muss dazu nichts weiter sagen, außer dass es ein verdammt geniales Game ist. Es hat natürlich den South Park-Charme, aber nicht nur das, auch so als Spiel hat es einfach richtig geiles Gameplay, eine coole Story, Ideen, die du sonst in keinem Spiel findest und verdammt genial. Ich habe es geliebt, wirklich jeden Moment, ich hab mich immer so gefreut, war wirklich, kann man echt sagen, eins meiner Lieblings-LPs so. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, das Ganze zu kommentieren. South Park, The Stick of Truth. So, da laufen die Credits durch, da kann ich ein bisschen rüberlabern, freue ich mich. Published bei Ubisoft. Kann man sich auch mal bedanken. Denn, ja, dass ich das hier auch als Let's Play machen kann. Darf man sich auch mal die Publisher bedanken. Developed by Obsidian Entertainment, South Park Developed Team. Da sehen wir nochmal das ganze Team von den genialen Köpfen. Und ich kann dazu sagen, falls es irgendwann mal einen zweiten Teil gibt, man weiß ja nicht, was die, das haben ja die Erfinder, also die... Die South Park, die auch die Serie machen, die haben das natürlich auch in Auftrag gegeben, dass sie ein Spiel machen wollen, waren ja auch total daran beteiligt, was ich auch cool fand. Also, die haben da natürlich alles mitgemacht. Und ein völlig geniales Spiel geworden, also zu einer Serie, ein besseres Spiel gibt's wohl nicht. Und auch wenn es da ja erst Probleme gab, das Spiel wurde ja, glaube ich, schon 2012 oder sogar noch früher angekündigt und dann ist irgendwie das Studio irgendwie teilweise pleite gegangen, aber trotzdem haben sie es zu Ende gebracht und es ist richtig genial geworden. Damit hat vielleicht nicht so viele gerechnet, aber es ist genial geworden. Kannst du nicht anders sagen. Und deshalb laber ich jetzt hier ein bisschen über die Credits drüber. Ich war mir nicht sicher, ob ich es heute fertig spiele. Ich, nachdem wir in Kanada waren, wusste ich, dass es so geht, dass wir jetzt wirklich aufs Ende zukommen. Und ja, da werden wir in den Credits, unfassbar. Die eine Stelle, wo wir diese Abtreibung in Anführungszeichen mit dem, da hier im, im Arsch von Mr. Sklave machen mussten, das klingt sehr seltsam, wenn ich das so sage. Das war ein bisschen, ein bisschen komisch, aber das fand ich ein bisschen schwierig, muss ich ehrlich sagen, aber es war jetzt auch nicht so wild, also die eine Stelle. Es war jetzt auch nicht so schlimm. Sonst ist man ehrlich gut durchgekommen. Also ich fand es jetzt nicht zu schwierig oder so. Fand es genau richtig, muss ich ehrlich sagen.
Die Spiele müssen jetzt auch nicht immer so schwer sein. Also, oftmals sagen ja Leute, dass die Spiele zu einfach sind oder bla. Klar, manche Spiele, zu einfach dürfen es auch nicht sein, aber man darf sich da jetzt auch nicht so... Wenn sie zu schwer sind, ist es dann auch wieder doof. Kommt natürlich aufs Spiel drauf an, aber muss auch nicht immer zu schwer sein. Special Thanks! Kann ich jetzt nicht vorlesen. Laurie, Mom, Dad und Scott. Thank you, Mom. Love to my incredible wives and kids. Thank to all of our friends from THQ. Developed Weddings. Ah, cool. Additional Development. Magic Pixel Games, Heavy Iron Studios. Alter Schwede. Ja, klar, war schon ein Team daran beteiligt. Ubisoft Entertainment. CEO Jeff Scholleman. Präsident Ubisoft San Francisco. Ja, da sehen wir sie nochmal. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier schon aufhören soll. Klar, wir haben jetzt... Wir hatten noch ein paar Nebenquests zu erledigen in der Stadt, aber ich denke, das reicht jetzt auch fürs Let's Play. War extrem geil. Kann ich nur nochmal bestätigen, falls ihr das Spiel nicht habt, holt es euch. Müsst ihr unbedingt mal spielen, dann könnt ihr auch vielleicht mal die Nebenquests spielen. Ist geil, gibt auf jeden Fall noch einiges zu tun, gibt natürlich noch ein paar Quests und so weiter und so fort. Die Story-Wendung am Ende war natürlich auch richtig geil. Dass der Kenny was macht, hätte ich natürlich nicht mit gerechnet. Ihr Schweine, ihr habt Kenny getötet. Das war natürlich auch der Satz, auf den alle gewartet haben. Fand ich auch geil. Dass mein Charaktermodell irgendwie in den Zwischensequenzen jetzt gefehlt hat, war ein bisschen komisch. Aber ja, war halt ein bisschen fehlerhaft, ein bisschen buggy, aber waren wirklich nur Kleinigkeiten. Sonst ist mir echt nichts aufgefallen. Also nur ganz selten bei Zwischensequenzen war mal was, aber sonst ist das wirklich super durchgelaufen. Der Grafikstil an sich fand ich mega geil vom Spiel, muss ich nur mal anmerken, weil das einfach wie die Serie war. Es war wirklich so, als ob das eine überlange Serie wäre oder wie so ein South Park Film oder sowas. So war das echt, also das fand ich echt mega genial mit dieser Grafik. Weil es war so schön 2D, aber es kam richtig, richtig genau rüber, die ganzen Ideen, die ganzen Gameplay-Elemente. Richtig, richtig geil, kann ich nur mal sagen, ich fand das mega genial, das Spiel. Kann ich auch sagen. Und auch auf YouTube sah das Ganze ziemlich gut aus, weil es so 2D war. Was auf YouTube dann noch relativ gut aussieht. Die Folgen waren auch immer ziemlich klein. Was alles an diesem 2D liegt, also konnte ich das auch ganz schnell durchrendern, BZW kodieren. Als kleine Nebeninfo. Ja, und sonst kann ich mich auch nur ganz herzlich bei euch bedanken, bei euch Zuschauern, dass ihr mir hier zugesehen habt. Hab ja auch immer die Kommentare gelesen und bla bla bla. Hab mich mega gefreut. Vielen Dank nochmal an alle, die zugesehen haben. Das war mir eine Ehre, muss ich ehrlich sagen. Alle, die mir zugesehen haben, hab mich auch über jeden Kommentar gefreut oder sonstiges. Könnt ihr auch ruhig mal einen Kommentar hinterlassen, wie ihr das Spiel fandet, wie ihr meinen Kommentarstil fandet. Entschuldigung, verspreche mich hier immer. Oh Mann. Ja, mein Hals ist jetzt auch schon wieder ziemlich im Arsch, ehrlich gesagt. Na gut, 2 Stunden nach dem Aufnehmen. Ist natürlich kein Wunder. Boah, die Musik war auch geil. Also wirklich, das war wirklich sehr gut durchgewählt. So, Additional Testing, Ubisoft Toronto. So, die Credits lasse ich natürlich durchlaufen, das muss natürlich sein. Den ganzen Entwicklern und den ganzen Leuten, die daran beteiligt waren, muss man natürlich ihr verdienten Respekt zollen. Localization Testing Russian, Polish, Brazilian, Portuguese. Na, Enzym Testing Labs. Russland. Ja, das ist natürlich hier. Ah, German, Martin Koya. Russian, Irina Karnet. Dass das Ganze in Deutschland natürlich zensiert war, ist natürlich schon an sich ziemlich schade. Die Soundfiles hatten sie auch ausgetauscht. Aber ich meine, das hat jetzt auch nicht so genervt. War jetzt ein bisschen schade, aber fürs Let's Play war es auch ehrlich gesagt besser. Also privat hätte ich, wie schon gesagt, das ist wahrscheinlich unzensiert gespielt, aber fürs Let's Play war das wahrscheinlich das Beste, dass man da auch keinen Stress mit YouTube kriegt. Ja, ich würde dann mich auch herzlichst bedanken beim Zusehen nochmals und würde dann sagen, bis zum nächsten Let's Play. Vielen Dank fürs Zusehen und dann noch ein herzliches Tschüssi! Oh. Was ist passiert? Und nein, das war kein Traum. Quest erfüllt, Verrat von innen. So, jetzt hatte ich mich schon so schön verabschiedet. Jetzt können wir natürlich noch die Nebenquests erledigen. Wie schon gesagt, das werde ich auch nicht mehr machen. Was gibt es denn noch als Phase 1?
Sprich, da brauchen uns noch zwei Kinder, Obdachlose, fehlt uns auch noch einer. Ich werde da noch schnell mal. Moment. Ach stimmt, hier können wir auch einfach reingucken. Jetzt würde ich nur noch gerne mal nach unten gehen und gucken, ob da jetzt noch irgendwas Sonstiges passiert. Aber ich glaube, das war's einfach. Ich gucke nochmal kurz in den Fernsehen. Hallo. Ja. Hallo. I hope your new friends are well behaved. Go play with your new friends today. Ja, Dad, auch schon freigeschaltet. Vaterkomplexe. Das ist ja geil. Interessant, dass wir das jetzt auch haben. Ja, trotzdem würde ich jetzt sagen, beende ich das Ganze schon. Ich habe mich jetzt hier schon so schön im Endscreen verabschiedet. Aber wir beenden es jetzt trotzdem nochmal hier in unserem Zimmer, wo es damals ja angefangen hat. Also, wo wir dann erstes Mal interagieren konnten. Alter, diese perversen Unterhosenwichtel machen mich fertig. Alter, die Mission, ich erinnere mich auch noch dran, als wir hier durch die Wände gelatscht sind. Also wir sind wirklich ein besonderer Junge. Wir können ganz viele Freunde auf sozialen Netzwerken finden. Das ist auch logisch. Wir hatten 3,2 Milliarden Freunde auf Facebook, obwohl da nur 1 Milliarde Leute angemeldet sind. Macht Sinn. Naja, trotzdem beende ich es jetzt hier nochmal. Entschuldigt, war jetzt viel Rumgelabere. Wie schon gesagt, ich hoffe, es hat euch mindestens halb so viel Spaß gemacht. Wenn es euch nur halb so viel Spaß gemacht hat beim Zusehen wie mir beim Spielen, dann war es mehr als genug oder auch nur ein Viertel, weil ich das Spiel nochmals gesagt genial fand. Okay, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Let's Play. Guckt doch auch einfach mal auf den Channel in die anderen Projekte rein. Hinterlasst einen Kommentar, ich freue mich sehr. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und dann zum letzten Mal für dieses Projekt. Dann noch ein herzliches Tschüssi. Tschüssi.